Hallo zusammen, in diesem Video geht es um eine Einführung in die linearen Funktionen und wir gucken uns mal an, wie man lineare Funktionen eigentlich mit Hilfe einer Wertetabelle zeichnen kann. Eine lineare Funktion hat immer den folgenden Aufbau: f von x gleich m mal x plus b. Je nachdem, in welches Buch ihr guckt oder wie euer Lehrer das macht, kann hier auch für das f von x ein y stehen und für das b könnte auch ein c stehen, aber das m ist meistens die Verwendung, die vor diesem x hier steht. Das f von x gibt euch insgesamt den Funktionswert an, also prinzipiell das, was ich rauskriege, wenn ich hinterher gerechnet habe, also für x irgendeine Zahl eingesetzt habe. Das schreibt man auf, f, Klammer auf, x, Klammer zu, und das spricht man f von x. Und für das x setze ich später irgendwelche Zahlen ein. Mein m, was vor dem x steht, gibt die Steigung an. Und das bedeutet, wie viel kommt pro Mal hinzu? Oder um wie viel nimmt es pro Mal ab? Wir gucken uns das gleich mal bei einer Funktion an, dann wird das ein bisschen genauer. Das b ist der Anfangsbestand. Was ist am Anfang schon da? Zum Beispiel ein einmaliges Guthaben oder einmalige Kosten. Diese Formel lernt ihr am besten auswendig. Guckt euch an, was ist das m, was ist das b. Hier habe ich das jetzt mal vorbereitet. Hier haben wir die lineare Funktion 2 mal x minus 4. Euch interessiert später vor allem, jetzt am Anfang noch nicht so sehr, das hier, diese 2, das ist das m, diese minus 4 ist das b. Wenn man das Ganze jetzt mit Hilfe einer Wertetabelle zeichnen möchte, könnt ihr meistens aus der Aufgabenstellung herauslesen, für welche Zahlen ihr das Ganze zeichnen sollt. Da steht dann zum Beispiel von 0 bis 3 oder jetzt hier für, hier sollen einfach nur die vier Punkte 0, 1, 2 und 5 herausgefunden werden. Und dazu macht ihr Folgendes. Ihr setzt für das x diese 0 hier ein und rechnet dann aus. Und dann bekommt ihr einen bestimmten Wert heraus. Also zum Beispiel f von 0 wäre dann 2 mal 0 minus 4. Und wenn ich das zusammenrechne, kommt minus 4 heraus. Und das wäre unsere erste Zahl. Das Ganze wiederholt ihr jetzt mit der 1, also f von 1 wäre 2 mal 1 minus 4, käme minus 2 raus. Ihr wiederholt das für die 2 und die 5 und dann sind wir hier. Wenn wir jetzt unsere Wertetabelle haben, dann gehört praktisch zu der 0 die minus 4, zu der 1 die minus 2, zu der 2 die 0 und zu der 5 die 6. Das haben wir ja gerade ausgerechnet. Diese Werte, die jetzt hier untereinander stehen, die gehören zusammen. Das heißt, wir haben einmal den Punkt 0 und minus 4. Dann malt ihr euch ein Koordinatensystem auf, habt hier die x-Achse, hier die y-Achse oder f von x. Wie gesagt, je nachdem, in welchem Buch ihr guckt, unterscheidet sich das. Und dann nehmt ihr den Punkt 0 minus 4 und zeichnet den hier ein. Heißt, für x gehe ich an die Stelle 0 und gucke dann die minus 4, wie viel muss ich da hoch oder runter gehen, um dann den Punkt zu kriegen. Also das heißt, wo sich diese Achse hier 0 bis zu minus 4 schneidet, da kommt jetzt mein Punkt hin. Und da macht ihr dann euer erstes Kreuz. Weiter geht's. Dann gucken wir uns den nächsten Punkt an, die 1 minus 2. Auf der x-Achse geht ihr zur 1 und dann minus 2, also noch 2 runter. Hier kommt der nächste Punkt hin. So. Dann die 2, 0. Auf der x-Achse gehe ich bis zu 2, gucke an 0, da muss ich weder hoch noch runter gehen. Genau hier kommt der nächste Punkt hin. Die 5, 6. Hier ist praktisch, gehen wir zu 5 und dann müssen wir exakt 6 nach oben gehen. Hier ist die 5, also noch einer mehr. Da oben kommt dann unser nächster Punkt hin. So, ich hoffe, ich treffe den jetzt auch richtig. Na, wird schon. So, wenn ihr jetzt eure 4 Punkte habt, 4 ist eigentlich immer ganz gut zum Zeichnen. Das wird dann am saubersten, wenn man das Ganze gemacht hat. Dann nehmt ihr euch ein Lineal und verbindet das Ganze. Und schon seid ihr fertig. So zeichnet man mit Hilfe von einer Wertetabelle eine lineare Funktion. Funktion aufschreiben, für x Werte einsetzen, 2 reichen eigentlich aus, besser sind 3 oder 4,
Ihr setzt die Zahlen fürs x ein, guckt, was kommt dann raus. Hier jetzt 0 minus 4, 1 minus 2, 2, dann kommt 0 raus, 5 kommt 6 raus. Und mit diesen Wertepaaren, die ihr jetzt gerade gefunden habt, zeichnet ihr das Ganze in ein Koordinatensystem und habt eure lineare Funktion gezeichnet. Tschüss, macht's gut.